Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin einmal wieder im Garten. Ich hatte mal wieder Lust auf ein Video. Heute geht es um ein streitbares Thema, und zwar Ebonitmundstück oder Acrylmundstück. Wo liegen die Unterschiede? Was ist überhaupt Ebonit und Acryl? Das heißt, das ist auch so ein kleines Video vielleicht für die Anfänger. Das sind die zwei, die gängigsten Materialien für Pfeifenmundstücke. Wie gesagt, also das Mundstück, das können sich die Beginner ja sogar denken, ist das Teil eben, was man in den Mund nimmt, vorne an der Pfeife. Und da gibt es eben zwei gängige Materialien dafür. Acryl ist ein Kunststoff. Das sind die, möchte ich sagen, eigentlich fast die meisten Mundstücke. Ihr seht auch hier schöner schwarzer Glanz. Das ist meine geliebte Stanwell Nummer 11. Meine Lieblingspfeife. Und es gibt Ebonit. Das ist hergestellt aus Naturkautschuk und Schwefel. Und es wird miteinander eben verarbeitet und dann kommt sowas dabei raus. Das hat man bei so Vintage-Pfeifen, hat man das oft, aber es wird auch nach wie vor sehr regelmäßig hergenommen von Pfeifenmachern. Ja, das sind eben die beiden Mundstücke. Ich habe jetzt gerade nur die gefunden, weil ich nicht viele Ebonit-Mundstücke habe, nur irgendwie vom Opa oder sowas. Aber da sind wir schon beim Thema. Warum sollte man jetzt ein Ebonit-Mundstück wählen und kein Acryl-Mundstück? Wo liegen die Vor- und die Nachteile? Wenn ihr mit vielen Pfeiferauchern redet, dann werdet ihr immer hören oder oft hören, Ebonit ist das schönere Material, weil das hat einen schöneren Biss. Und wer euch das erzählt, der hat vollkommen recht. Das ist so. Es beißt sich angenehmer. Das Mundgefühl ist angenehmer. Finde ich auch. Ja? Ebonit-Mundstück ist etwas weicher, etwas sanfter. Nicht weich, so dass du es jetzt abbeißen kannst. Aber irgendwie vom Biss her angenehmer. Das ist ohne Frage richtig. Und meine Stellungnahme hier ist, so wie in jedem meiner Videos, nur immer meine Meinung. Damit will ich niemanden auf den Schlips treten oder sagen, wer es nicht so sieht, ist ein Depp und hat keine Ahnung. Nein, das ist einfach nur meine Meinung zu der Sache. Acrylmundstücke sind härter vom Biss her, vom Mundgefühl her. Das heißt, Ebonit, das schönere Mundgefühl. Aber für mich, für mein Gefühl, war es das dann auch schon mit den Vorteilen. Weil ein Acrylmundstück hat den Vorteil, dass das schon mal irgendwie dreckig werden kann oder sowas. Und vor allem auch hier direkt hinterm Biss, ja, da kann es mal passieren, dass sich Dreck anlagert. Das kann schon mal sein und da kann man das wegputzen und fertig ist es. Acrylmundstücke, die laufen an. Und zwar geht es relativ schnell. Und ihr seht es vielleicht auch hier, das hat so einen grau-grünlichen Schimmer. Das ist nicht schön satt schwarz, sondern das hat so einen grau-grünen Schimmer drauf. Das läuft so grün an und ist dann auch total trüb und matt. Die muss man regelmäßig polieren, die Dinger, damit die wieder schön sind. Wäre jetzt nicht das Allerschlimmste, aber es geht weiter. Ebonit stinkt mit der Zeit. Ich finde, es riecht eklig. Und das eigentlich Schlimmste an dem Ganzen ist, es
schmeckt eklig. Also ich nehme das im Mund und sofort. Ich habe sofort, okay, das ist jetzt auch gerade sehr grindig, muss ich dazu sagen. Ja. Die hat wahrscheinlich seit 30 Jahren keiner mehr sauber gemacht. Ja. Das muss ich dazu sagen. Es gibt Pfeiferaucher, die ihre Ebonit-Mundstücke sehr pflegen und darauf sehr gucken und die stinken und schmecken dann bestimmt nicht so unangenehm. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Aber ich nehme es im Mund und sofort, ich ziehe und habe sofort so einen ganz grindigen, scharfen Geschmack in Mund und Nase, sofort. Es riecht eklig, schaut unappetitlich, finde ich, aus und schmeckt eklig. Und früher, da gab es vielleicht noch nichts anders. Ja? Da war das halt das genialste Material da dafür. Ja? Wo man schön Mundstücke rausschnitzen konnte. Ja? Heutzutage haben wir aber Acryl. Und ich persönlich denke, damit ist Ebonit irgendwie vom Tisch. Weil, wie gesagt, das schmeckt eklig, das riecht eklig. Also mich persönlich tönt das total ab. Ich finde das da. Ich meine, wir haben hier ein Bauteil. Das stecke ich mir in den Mund und lutsch da dran rum. Und das Ganze mache ich noch beim Rauchen, wo es mir um guten und klaren und reinen Geschmack geht. Und mir persönlich versaut das total die Tour. Ich meine, irgendwie muss ich es mich schon fragen. Hey Leute, wartet mal, wir brauchen ein Material für ein Bauteil, was die Leute in den Mund nehmen, wegen Genuss. Ich hab da was, aber das stinkt und schmeckt eklig nach einer Zeit und sieht auch noch eklig aus. Perfekt! What the hell? Also ich bin kein Fan davon. Es gibt's ab und zu mal, dass ich von meinem Opa, weil ich halt die Pfeife in Ehren halten will, mal eine Pfeife rauche und die hat dann halt so ein Ebonit-Mundstück dran. Da kann ich dann dagegen nichts machen. Aber das sind dann halt Pfeifen aus den 60er, 70er Jahren. Und die sind halt so. Ja. Und es mag auch sein, dass wenn man ein Acryl-Mundstück regelmäßig pflegt, dass es gar nicht dazu kommt, dass das dann so streng schmeckt. Das mag sein. Aber ich habe schon Pfeifen, die brandneu waren, fabrikneu waren, mit Ebonit-Mundstück in den Mund genommen zum Rauchen und hatte sofort, nicht so stark wie bei der jetzt vielleicht, aber ich hatte sofort diesen scharfen, komischen Ebonit-Geschmack im Mund. Und ich bin da kein Fan davon. Also so viel toller kann er gar nicht sein, der Biss, dass ich mir sage, ich will mir jetzt den Stress geben mit diesem regelmäßigen Polieren, damit es ja nicht eklig schmeckt. Das ist so komfortabel. Hier ab und zu mal mit einem Tuch drüber wischen, ab und zu mal sauber machen, regelmäßig nach jedem Pfeifenvorgang reinigen natürlich, klar. Und alle paar Monate mal gehe ich durch meine Pfeifen durch, nehme einen Pfeifenreiniger, tränke den in Reinigungsalkohol und gehe da durch die Mundstücke durch. Oder noch ein guter Tipp ist Zitronensaft. Wenn ihr damit den Pfeifenreiniger tränkt und durchs Mundstück durchgeht, habt ihr wieder ein total frisches Mundstück, was total frisch schmeckt und nicht nach Zitrone schmeckt. Das macht es nur wieder frisch. Also es
Schmeckt natürlich nach Zitrone. Wenn ihr den Pfeifenreiniger mit dem Saft klatsch nass macht, dann durchschiebt und dann gleich dran zieht, schmeckt es natürlich nach Zitronensaft. Aber mit Zitronensaft durchgehen, nochmal mit einem trockenen durchgehen und dann am nächsten Tag, das schmeckt wieder super frisch und neutral und richtig gut. Es ist sehr viel weniger Arbeit, es ist sehr viel weniger eklig, es sieht, finde ich, appetitlicher aus, weil wenn man sich es nochmal im direkten Vergleich anschaut, ja, das ist schon, also für mich persönlich ist da überhaupt keine Frage, was ich da bevorzuge. Ja, es ist aber, wie gesagt, nur eine persönliche Präferenz, das hat überhaupt nichts mit richtig zu tun oder mit falsch, sondern ja, das war einfach bloß meine Meinung dazu. Und wenn jetzt eine richtig schöne Pfeife rauskommt oder ich noch eine schöne krieg von meinem Opa und da ist halt nun mal so ein Ebonit-Mundstück dran, dann würde ich das ja auch in Kauf nehmen. Ja? Aber der generelle Vorteil liegt meiner Meinung nach deutlich beim Acryl. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, streitbares Thema. Wenn jetzt der Nächste sagt, aber ich mag Ebonit-Mundstücke lieber, okay, dann ist dir halt der Biss wichtiger wie mir. Gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ich konnte jetzt auch den Anfängern ein klein bisschen helfen, was Acryl bedeutet und Ebonit bedeutet. Ja, jetzt müsst ihr euch entscheiden, was euch lieber ist. Nein, schmarrn. Man kann ja auch einfach, es kann einem ja auch völlig wurscht sein und sagen, mein Gott, dann die Pfeife taugt mal, da ist halt jetzt ein Ebonit-Mundstück dran, dann pulle ich das halt regelmäßig. Oh, oder es stört mich nicht. Dann läuft es halt an. Mich persönlich stört es halt. Und es gibt auch viele, die haben nur Ebonit-Mundstücke, auch das gibt's, die das Acryl nicht mögen. Aber gut, jetzt wiederhole ich mich. Also, bis zum nächsten Mal.